war das jetzt nicht unbedingt. Ey, cool. Okay, das schaffe ich. Das schaffe ich. Der kommt doch nochmal, oder? Da wieder mein Arm. Pass auf. Nee, ich muss ein bisschen zu. Da. Die Däumchen. Oh nein, lass die Hand an der Maus. Da kommt er. Da kommt er. Und mein Plan ist dieser. Ich weiß nicht, ob das klappt, wenn ich da drauf springen würde. Ich glaube nicht, dass es klappt. Da hinten, ach guck mal, da hinten ist die Opferstätte. Beziehungsweise die Kampfarena. Okay, warte, der kommt ja nochmal wieder. Wir sehen ihn ja da vorne. Ich schaffe das schon. Ich springe jetzt drauf. Ich wollte eigentlich mit der Zunge, aber okay, ich springe drauf. Ich glaube, die Menschen, die alle rumtanzen. Mist. Naja, hört sich das doch mal an, wenn ich aufstoße. Und hüpf. Mist! Was ist das denn? Das sieht nicht so gut aus. Ja, schön. Oh, cool. Guck mal, was ich alles gerade mache. Das Spiel ist ein einziger Bug. Das ist gewollt. Ich kann nichts dafür und ich kann mich gerade auch wirklich nicht bewegen. Da, guck mal, da sehen wir nochmal hier unten. Ich kann mich drehen, aber so hänge ich jetzt. Ich glaube, da wird nichts mehr. Ich kann auch nicht springen, gar nichts. Und deswegen... Ah, Respawn, cool. So. Gut. Finde ich. Ich weiß auch nicht, warum die Slow-Mo-Ding gefällt mir. Gut, nochmal. Da hinten rechts war die Opferstätte. Gut. Und hier konnte ich. Da konnte ich nicht auf das Teil springen. Von da aus könnte ich eventuell. Ach, guck mal. Da will ich hin. Das sollte machbar sein. Noch einmal. Noch einmal. Sollte man hinkriegen. Mit zurück. Und dann jetzt da hoch. Ein Weibchen, ne? Ja. Warte. Falsch! Falsch! So, ich wollte einmal zeigen, wie das aussieht, wenn man runterfällt. Also nicht Rektor machen, wenn ihr da oben seid. Oh. Das ist ein bisschen blöd, dass mein Arm die ganze Zeit über den Tisch schubt. Pan, was? Hier. Daher. So, natürlich ist jetzt die Frage aller Fragen. Frage mich, wie ich denn da drauf komme. So, theoretisch ist es ja gar nicht hier, ne, sondern... Bin schon dran vorbei, oder? Ne, da vorne. Hier, hier. Aber hau! Ich dachte, ich könnte da eben wieder drunter und so, aber... Warte mal, ich mach das mal ganz doof, ganz popelig jetzt. Nein! Ach, verdammt.
der jetzt hier? Warte mal. Hä? Wer bist du denn? Ich will die Leiter nicht lecken. Wer bist du? Bin ich das? Ach ja, ich kann ja irgendwie Gehilfen rufen. Wahrscheinlich ist es das. Noch nicht hoch genug. Nope. Schön. Ach, ist doch Dreck. Echt. Ich weiß, wie ich hochspringen kann. Juhu! So, jetzt wieder da hoch, da hoch, da hoch. Ja, nein, nee. Ah. Guck mal, hier drin war ich ja auch noch nicht. Ich gehe da bestimmt irgendwo eine Treppe hoch, oder? Da. Das sieht doch gut aus. Das, ich habe gesagt, das sieht gut aus. Stopp, ruhig. Stopp. So. Das machst du super. Okay, das muss da wieder aufgestellt werden. Ah, hier ist eine Leiter. Jetzt ganz vorsichtig. Hier ist wieder eine Leiter, das ist super. Wenn ich jetzt da ganz oben komme, ist doch klasse. Und jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, ich nehme mal die hier. Huch! Juhu! Yeah! Okay, das Blöde ist, ich weiß gar nicht eher. Gut. Ich weiß wohl. Hallo! Funktioniert doch gut. Ja, ich weiß noch nicht genau, wo ich hinfliege, aber ich fliege gar nicht. Was ist mit dir? Bist du auch meine Gefolgschaft? Kann das? Guck mal her. Oder fliegen wir einfach nur welche hinterher? Jetzt zum Beispiel? Ja, war das er? Dass hier Ziegen von Himmel fallen? Ja, gut. Guck mal, überall liegen Ziegen. Schön, ne? Bestimmt auch, wenn die Welt untergeht, regnet es auch Ziegen. Okay, Haus. Ich könnte ja mal in so ein Haus gehen und mal gucken, wo man denn hier Flippy Goat spielt. Was war das? Okidoki. Schönes Fahrrad da oben. Ich wette, damit kann ich auch fahren. Dann. Ah, es tut mir aber leid. Mann, es tut mir ja so leid. Ich möchte einmal bitte hier hoch. So. Nein! Also das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Ja, nochmal. Fliegen wir mal da hoch. Nein, das ist falsch. Also ich habe das noch nicht wirklich raus, wie man den Jetpack hier steuert. Aber ich wollte ja auch eigentlich was ganz anderes. Nein, jetzt gerade nicht. Tu es nicht. Na hoch. Ne? Ja, das Blöde ist, ich habe ja hier Jetpack. Ich kann das Fahrrad gar nicht benutzen. Hm. Ja, das ist das Problem. Aber ein Jetpack ist doch viel cooler als das Fahrrad. So, ich möchte bitte in irgendeines dieser Häuser rein. Ach, guck mal hier. Was ist das denn? Ist das ein Trampolin? Okay, was anderes. Warte, warte. Jetzt aber wirklich. Jetzt habe ich die Idee. So. Oh. Ich glaube, da war die Map schon zu Ende. Okay, Achtung, die Nase hoch. Das heißt, da passiert sicherlich etwas richtig Tolles. Fliegen Ziegen vom Himmel. Ach, cool.
Ja, wo bin ich denn hier? Ja, guck mal, hier ist die Map zu Ende. Ja, das ist ja ein Ding. So, ja. Man sieht, es klappt wunderbar mit dem Fliegen. Nein! Nein! Ach, Mann. Ich will da immer noch wissen, was da oben drin ist. Ich habe mich gar nicht zugefreut, was das angeht. Warte, ich fliege mal kurz da hoch. Ich fliege nach oben. Das war die Rolle, Jetpack-Rolle rückwärts. Und da fliegen noch überall die Ziegen. Ich meine, diesmal war ja schon mehr. Ja, was war das denn? Ist da etwa etwas explodiert? Oh, was für ein Unfug da irgendjemand jetzt betrieben. Was ist das denn? Ja. Gut. Okay. Ich glaube, ich fliege mal nach oben. Mann, warum kommt das manchmal nicht? So, da hoch jetzt. Geh da hoch. Geh da hoch. Hoch. Ich habe eine Idee. Ich weiß ganz genau. Oh. Es regnet Ziegen. Und ich weiß nicht. Wow, es ist einfach, der Jetpack ist doof. Kann ich den irgendwie loswerden? Ah, so vielleicht. Glaube ich, mach mal. Ja, das ist immer noch mein Arm. Glaube ich, mach mal. Ja, das ist immer noch mein Arm. Ich glaube, ich bin gleich im Respawn. Hallo. Boah, ich habe eine Idee. Boah, wenn der Jetpack jetzt nicht, ne? Würde ich mich einfach hier hinstellen. Warte. Warte. Hier. Wenn ich noch hier rauskomme. So. Cool, ne? Ja, da fallen immer noch Ziegen von mir. Bis der Rechner abstürzt. Oh, das ruckelt gerade ein bisschen zu sehr. So. Das passiert, wenn man zu viele... Oh! Das ruckelt ein bisschen. Ich muss hier weg. Oh, ich glaube, ich sollte mal einen Respawn machen. Moment. So. Ich glaube, ich werde es gleich auch mal aufhören, weil... warum spiele ich Goat Simulator überhaupt wieder? Weil einige wegen dem Workshop und weil echt einige gefragt haben, ob ich das nochmal spiele. Und deswegen gab es jetzt noch eine Runde Goat Simulator. Ich weiß, es gibt ganz viele Secrets hier zu finden, aber ich will halt nicht wirklich für alles immer im Internet nachgucken. Da macht es auch keinen Spaß mehr. Es ist doch viel witziger, wenn man die Sachen hier zufällig findet. Wir jetzt gerade zum Beispiel. Und jetzt gehen wir endlich mal hier. Aber hier in dem Haus war ich schon drin, aber ich habe mich, glaube ich, nicht richtig umgesehen. Ne? So. Okay. Da, ich glaube, hier war das, oder? Sag ich mal durch? Nee. Nein! Ich glaube, hier war das nicht. Mal durch. Schön. Ich lasse es Ziegen regnen hier. Warte mal. Hier hoch kann ich nämlich noch. Die Sache ist, das war ich jetzt aber nicht. Ne, das kann man mir aber nicht anhängen. Einfach nur jemand nicht aufgeräumt. Hm. Was ist denn das? Cool. Durch. Ach guck mal, da draußen, da war wieder eine Ziege. Da gehe ich doch mal hin. Ah ne, ich habe schon Hallos, da war gar keine Ziege. Ich habe Ziegen regnen lassen. Upp. Und tada. Zwei sogar. Da liegt auch noch eine. Was haben wir hier? Und da. Ah, guck mal, jetzt habe ich eine Krone auf. Ich wollte ja eigentlich aufhören zu spielen, aber ich muss mal lecken. So. Cool.
ist aber, das hat aber einen Schub drauf, der Ding. So. Boah, das ist so übelst am Ruckeln, weil hier gerade einfach nur super viele Ziegen auf der Map sind. Und ich wette, da vorne bei der Party liegen auch noch immer noch. Die liegen ja alle. Guck mal, die liegen ja hier überall noch rum. Wenn ich jetzt mal hier hingehe. Wir gucken noch einmal so gegen Ende da. Wer macht denn so einen Unfug? Da vorne, da ist es mir ja wirklich aus Versehen passiert. War das hier? Dieser Turm aus Ziegen. Die sind wieder weg. Komisch. Das war gar nicht hier. Ich glaube, ich fliege jetzt mal mit dem Jetpack hier rein. Und das könnte sein, dass hier nichts mehr passiert. Ich kann ja eh nicht rein. Ja. So, das war's mit dem Goat Simulator. Ich stehe auf und mache noch einmal hier Ragdoll. Ich habe eine Krone. Ich habe ein Jetpack. Ich bin der König der Finsternis und ich kann es Ziegen regnen lassen. Und die meisten Sachen sind wirklich zufällig passiert. Und das ist doch ganz cool, ne? So, wir haben ein paar der Custom. Ich kann ja. Nee, das mal. Also, falls es nochmal kommt, dann lade ich mal im Workshop wirklich alles runter, was geht. Und dann gucken wir nochmal, ob wir hier vielleicht mit der Giraffe mehr Spaß haben. Und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Bye, bye.